Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von News for You. Wie immer habe ich für euch die spannendsten Infos der Woche für euch zusammengetragen. Unter anderem neueste Infos zum neuen Fast and the Furious Film oder auch eine interessante Info zu Destiny 2 ist heute mit dabei und vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, here we started. Fast and the Furious 8, offizielle Länge und Altersfreigabe der FSK bekannt. Fast and Furious 8 kommt in wenigen Tagen ins Kino und dann heißt es bitte anschnellen, die Fahrt dauert 136 Minuten. Mitfahren dürfen Kinder ab 12 Jahren. Na, dann sind wir mal gespannt, wie rasant die Fahrt werden wird. Nächste News, es geht um Folgendes. Von Marvel zu DC, Joss Whedon macht Batgirl-Film. Mit den beiden Avengers-Filmen prägte Joss Whedon nachhaltig das Marvel-Universum. Nun arbeitet der Filmemacher für DC. Er soll laut Variety einen Batgirl-Film machen. Wann der Film in die Kinos kommen soll oder wer die Hauptrolle spielt, darüber gibt es noch keinerlei Infos. Wie immer halte ich euch dabei natürlich auf den Laufenden. Mission Impossible 6. Besetzung bestätigt. Jeremy Renner ist wohl nicht dabei. Hollywood-Star Tom Cruise kehrt nächstes Jahr als Special Agent Ethan Hunt für eine neue Mission zurück. Viele bekannte und neue Gesichter sind dabei, außer Jeremy Renner. Schade, dass Jeremy Renner nicht dabei ist, aber da er ja gerade den dritten und vierten Avengers-Film dreht, ist das ja nun mal absolut verständlich, dass er da halt weniger Zeit hat. Gut, das waren sie mal wieder, die Film-News. Weiter geht es jetzt schon zu den Gaming-News. Wie immer top aktuell, das kennt ihr ja mittlerweile. Und die erste News heute handelt von Vampire. Spieler kann wie Dexter oder Jack the Ripper agieren. Das Action-Rollenspiel Vampire The Life is Strange-Macher wird keine richtigen oder falschen Entscheidungen haben. Stattdessen soll den Spielern die freie Wahl gelassen werden. Das hört sich für mich wirklich toll an. Ich habe das Spiel definitiv auf meinem Radar, also darauf freue ich mich wirklich. Nächste News, eine etwas ältere News zu einem, beziehungsweise eine aktuelle News zu einem älteren Spiel. Half-Life 2. Neue Screenshots aus eingestellter Episode zeigen verschneites Ravenholm. Half-Life 2 sollte weit mehr als nur zwei Zusatzepisoden bekommen. Daraus wurde aber nichts. Zu einer der eingestellten Episoden sind nun neue Screenshots aufgetaucht, die unter anderem eine Rückkehr in ein verschneites Ravenholm andeuten. Nächste News. FIFA. EA-Mitarbeiter wollen Karrieremodus verbessern. Mehrere Mitarbeiter von EA Sports haben sich zusammengetan, um den Karrieremodus der FIFA-Reihe zu verbessern. Mit Hilfe einer Petition suchen sie nun nach Fans, die ihre Idee eines Online-Karrieremodus unterstützen. Nächste News. Heroes of the Storm 2.0. Blizzard kündigt Generalüberholung, Amazone und Lootboxen an. Blizzard's Mobile Heroes of the Storm erhält mit Update 2.0 eine Generalüberholung. Neue kosmetische Items, Lootboxen, zwei neue Währungen, die Amazone als Heldin und ein neues Progressionssystem warten dann auf uns. Bin ich mal gespannt. Nächste News. Destiny 2. PC-Version offiziell bestätigt, neuer Trailer und Release-Termin. Bungie hat die PC-Version von Destiny 2 offiziell angekündigt. Außerdem gibt es einen neuen Render-Trailer mit ersten Story-Details zum Sci-Fi-Shooter und einen offiziellen Release-Termin. Auch Pre-Orders sind bereits möglich. Destiny 2 erscheint am 8. September 2017. Auch für den PC. Nächste News. Transport Fever Usability Patch bringt flüssigen Verkehr. Mit dem veröffentlichten Usability Patch adressiert Urban Games erneut Bedienungsprobleme. Eines der Features, auf das die Fans lange warten mussten, ist der ersetzte Fahrzeug-Jetzt-Button. Der macht es endlich möglich, einzelne Fahrzeuge automatisch und sofort ersetzen zu lassen. Der Umweg über das Depot und den manuellen Neukauf ist endlich Geschichte. Ja. Interessant, interessant, coole Sache. Weiter geht es. Zusätzlich sorgt der Patch für schnellere Ladezeiten und beinhaltet außerdem allgemeine Performanceverbesserungen. Neue Sprachen, Italienisch, Portugiesisch, Ukrainisch und Bugfix. Darüber hinaus wurden Doppelkreuzungsweichen sowie neue Datenkarten für Gleisgeschwindigkeiten und die Dichte des Straßenverkehrs hinzugefügt. So, die Gaming-News sind für heute durch und weiter geht es schon mit den Technik-News. AMD Radeon RX Vega steht laut AMD schon vor der Tür. Auf dem AMD Tech Summit hat AMD wieder einige Details zur kommenden Radeon RX Vega verraten und dabei auch
eine baldige Veröffentlichung angedeutet. Bei den Desktop-Grafikkarten werden die Hersteller laut Henkelmann auch die Wahl haben, wie viel Speicher sie tatsächlich verbauen wollen und ob sie Stapel mit 4 oder 8 GB verwenden wollen. Je nachdem, wie man diese Gig interpretiert, könnte dies bedeuten, dass die Boardpartner Grafikkarten mit 4 oder 8 GB VRAM oder aber mit 8 und 16 GB VRAM anbieten könnten. Allgemein erwartet wird die offizielle Vorstellung der Radeon RX Vega im Mai 2017. Yes News: Windows 10. Schon 10 Millionen Insider testen neue Versionen. Das Windows Insider Programm von Microsoft ist ein großer Erfolg. Laut Microsoft Manager Yusuf Mehdi testen inzwischen 10 Millionen Insider die neuesten Versionen von Windows 10 vor der Veröffentlichung. Das sind interessante Zahlen seitens Microsoft. Nächste News: Twitch-Anbieter erlaubt Streams in 1080p und 60 FPS für alle Kanäle. Der Streaming-Anbieter Twitch gibt bekannt, ab sofort Streams in einer Auflösung von 1080p und 60 Frames per Second zu erlauben. Die bisherige Begrenzung wird für alle Kanäle aufgehoben. Kann ich nur sagen, willkommen in der Zukunft. Na, top. So, das waren unsere Technik-News. Weiter geht's schon zum Top der Woche. Mal was ganz Kurioses heute, und zwar folgendes: Abgesetzt, Teilnehmer in Wildnis nicht informiert. Stellt euch mal vor, ihr opfert ein ganzes Jahr mit den Hintergedanken, dass das, was ihr tut, auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Nun kehrt eine Gruppe von Teilnehmern zurück, nur um festzustellen, dass die Sendung in den letzten Monaten überhaupt nicht ausgestrahlt worden ist. Wie Variety.com berichtet, scheint die Absetzung einer britischen Reality-Show nicht so regelkonform abgelaufen zu sein, wie zunächst geplant. Die Teilnehmer der britischen Reality-Show Eden fanden vergangene Woche nach Hause, nur um zu erkennen, dass all das Material, welches in den vergangenen Monaten gedreht worden ist, nicht ausgestrahlt wurde, wie zunächst geplant. Schon ganz schön krass, ne? Da hockst du im Wald und wirst total vergessen. Daumen hoch, weil es einfach irgendwo lustig ist. Also nicht dafür, dass sie da einfach so vergessen wurden, sondern es ist einfach irgendwo ein bisschen lustig. Dafür Daumen hoch. So, wie immer, last but not least, der Flop der Woche, und der ist absolut unlustig, geht um folgendes: Sparkassenkunden müssen fürs Geldabheben zahlen. Sparkassen erheben Gebühren an Geldautomaten, auch für eigene Kunden. Wer sich als Kunde für ein bestimmtes Kontomodell entscheidet, für den ist es bei einigen Sparkassen in Deutschland mit der uneingeschränkten kostenlosen Bargeldversorgung an Geldautomaten vorbei. Die Gebühren fallen unterschiedlich aus, je nach Sparkasse. Also das ist echt schon eine deftige Nummer, muss man sagen. Für mich absolut eine Frechheit. Die Banken arbeiten mit unserem Geld, verdienen Zinsen plus Kontogebühr, und nun soll man damit auch noch, damit man an seine Kohle rankommt, nochmal Kohle zahlen. Also das ist für mich Abzocke vom Feinsten, Daumen runter, Flop der Woche für so viel Geldgeilheit. Ganz ehrlich, Daumen runter. Furchtbar, wird immer schlimmer. So, das war sie mal wieder, die heutige News for You Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei, und lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Und ich sag mal, bye bye, macht's gut, ciao ciao.